Hallöchen Freunde und willkommen zu einer Let's Play Demo. Und zwar spielen wir heute die Demo von F1 2012 aus dem Hause Codemasters Namco Bandai. Und das Spiel ist heute rausgekommen. Heute ist der 10. September. Wenn ich es hochlade, wird wahrscheinlich dann der 11. September sein. Und ja, wir gucken uns die Demo hier mal an. Dieses Spiel werde ich auch Let's Playen. Das kommt raus ab dem 21. September. Und da werden wir mal gucken, was das Spiel mit sich bringt. Und wir wollen natürlich eine Autosave-Datei erstellen auf der Festplatte. F1 2012 Demo. Der Inhalt dieser Demo-Version ist nicht repräsentativ für die Qualität des Endprodukts. So, wie ist Ihr Vorname? Da können wir einfach hier mal... Zack, machen wir es mal so. L, E, R und A. Und der Nachname, nein, 1 heißen wir noch nicht, sondern machen wir einfach mal hier, zack, kurz und bündig. L, P. Woher kommen wir? Aus Europa kommen wir. Was ist das denn? Australasien? Afrika, Amerika, Asien, Australasien, Europa, sonstige. Ja, alles klar, Europa und aus Deutschland. Gibt es da noch irgendwelche lustigen Tippfehler? Dänemark, Bulgarien, ne, sieht alles gut aus. Also Deutschland, welche Art der Herausforderungen suchen Sie in der Formel 1? Ich habe keine große Erwartung, ich bin neu und muss mich erst einarbeiten. Ich glaube, dass ich ziemlich gut bin, aber ich rechne mit harter Konkurrenz. Ich stelle mich gern einer Herausforderung und freue mich auf den Wettbewerb. Ich möchte mich mit den Besten messen. Ich glaube, dass ich ziemlich gut bin, aber ich rechne mit harter Konkurrenz. Das hört sich gut an. Und zwar, so, was können wir denn alles machen? Also, wir können den Young Drivers Test spielen. Wir können allerdings kein Team auswählen, deswegen müssen wir McLaren Mercedes spielen. Ja, unfreiwillig, aber was soll's denn auch. So, dann können wir ein schnelles Spiel, die Koop-Meisterschaft. Koop-Meisterschaft erlaubt dir und dein Freund in einer Fahrerweltmeisterschaft über eine Saison als Teamkollegen über Xbox Live gegeneinander anzutreten. Das ist ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. Das hat was, aber jetzt sind wir erstmal beim Young Drivers Test an Tag 1. Auf dem fantastischen Yas Marina Circuit hier in Abu Dhabi, wo der diesjährige Young Drivers Test stattfindet. In den nächsten beiden Tagen können wir einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Teams dabei beobachten, wie sie die nächste Generation potenzieller Formel 1 Fahrer einer Reihe von Tests unterziehen, um dabei hoffentlich den kommenden Superstar zu entdecken. Fragen Sie einen beliebigen Teamchef, ob Schnelligkeit die einzige Anforderung ist, und Sie werden sicher zu hören bekommen, dass Konstanz, Feedback und die richtige Einstellung genauso wichtig sind. Und wie aufs Stichwort wird unter der Kommentatorenkabine gerade der erste Motor angelassen. Ich gehe davon aus, dass wir bald ein Auto auf der Strecke sehen werden. So, die Kommentatoren sind also... nicht bekannt. Hallo, schön, weder bei RTL noch bei Premiere. Ich bin der Main-Ingenieur und hier, um dich an diesem Wochenende zu unterstützen. Wenn du auf der Strecke bist, bleiben wir über Funk in Kontakt. Ich versorge dich mit Informationen, wenn du sie brauchst. Wie in der Teamsitzung besprochen, erwarten wir nicht von Anfang an maximale Geschwindigkeit von dir. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Folge einfach meinen Anweisungen. Gut. Ich checke kurz, ob die Jungs bereit sind. Alles klar. Den Helm legen wir hier mal wieder hin. Ach, den setzen wir gleich auf. Zack, Visier hoch. Hallöchen. Wir richten den Funk ein, wenn du im Auto bist. Okay, dann schnallen wir dich fest. Gut, dann setzen wir uns mal ins Auto. Hier sehen wir uns. Einfach mal reinsetzen. Und da sind wir schon, okay, im Cockpit. Gehen wir mal die Grundzüge der Steuerung durch, damit wir sicher sind, dass die Jungs das Auto korrekt eingestellt haben und du dich wohlfühlst. Zunächst prüfen wir mal, ob das Gas- und das Bremspedal richtig eingestellt sind. Gut, einmal Gas geben, einmal bremsen. Perfekt. Jetzt kontrollieren wir den Lenkeinschlag. Dreh das Lenkrad von links nach rechts. So, nach links und nach Als rechts. Kommen die Gänge Pass dran. Auch. Du kannst entweder manuell oder automatisch schalten.
Die automatische Schaltung kannst du jederzeit übersteuern, indem du manuell hoch oder runter schaltest. Zieh an der rechten Wippe, um hochzuschalten, oder an der linken Wippe, um runterzuschalten. Gut, das geht hoch mit A schalten wir hoch und mit X schalten okay, wir runter. Alles sieht gut aus. Zunächst aber wir machen Automatik. Die Aerodynamik auf einer Geraden. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Gut, also, wir sind hier gerade erstmal nur am Testen und also das Auto haben wir gemacht, das ist hier Tag 1, das Testprogramm und dann machen wir mal den geraden Test. Gut, ich bin gespannt. Okay, bevor wir loslegen, solltest du wissen, dass du die Kameraperspektive ändern kannst, indem du die Option Kamera wechseln wählst. Sieh dir die verschiedenen Perspektiven an, bis du die richtige für dich gefunden hast. So, das geht mit rechts breit. Zack. Die Kameraperspektive und die Fahrhilfen kannst du jederzeit im Pausemenü ändern. Also, mir gefällt diese Kamera hier immer am besten. Sehen wir uns die Aerodynamik auf einer Geraden an. Beschleunige auf der Strecke auf mehr als 257 km/h und bremst dann so, dass du im vorgegebenen Bereich zum Stehen kommst. Der Motor ist auf die magere Mischung eingestellt. Du kannst also nicht die gesamte Power nutzen, aber auf diese Weise erhalten wir verlässliche Daten. Alles klar, dann machen wir das doch mal. Also 257 und dann im passenden Korridor wieder bremsen. So, da haben wir's. Und dann drosseln wir die Geschwindigkeit mal wieder. Und kommen zum Stillstand. Wir konnten gute Daten sammeln und du hast genau zum richtigen Zeitpunkt gebremst. Das war ja sehr herausfordernd schon. Also, das haben wir bestanden. Geradentest. Dann bin ich mal gespannt, was kommt als nächstes. Also, wir gehen erstmal wieder zurück zur Garage. Und dann Video zum 1 und 1 des Rennsports. Sieh dir das Video zum 1 und 1 des Rennsports an und informiere dich über die drei Schlüsselelemente Wagenperformance, Gaspedal und Bremse, Ideallinie und Scheitelpunkt. Alles klar, machen wir doch mal. Bei modernen Formel 1 Autos werden etwa 750 PS auf die Hinterräder übertragen. Das kann sehr heftig sein. Deswegen musst du behutsam und präzise Gas geben, damit du das Auto nicht aus der Balance bringst und dich drehst. Bei hoher Geschwindigkeit erzeugt die Aerodynamik viel Abtrieb, wodurch das Auto auf die Strecke gepresst wird. Um den Abtrieb ideal zu nutzen, solltest du das Bremspedal anfangs mit viel Kraft betätigen und bei der Einfahrt in Kurven Druck wegnehmen, da du dort weniger Grip hast und dadurch die Reifen stärker arbeiten lassen musst. Fahr eine Kurve möglichst weit außen an, bevor du den Scheitelpunkt schneidest, damit du die Kurve auf einer möglichst geraden Linie durchfährst. So kannst du schneller wieder aufs Gas gehen und das Auto am Kurvenausgang wieder auf Tempo bringen, indem du den Druck auf das Gaspedal am Kurvenausgang so lange vorsichtig erhöhst, bis du dir sicher bist, dass die Hinterräder nicht mehr durchdrehen. Ab diesem Punkt kannst du Vollgas geben. Also diese Computerstimme finde ich schrecklich. Gerade hier Aerodynamik, das klingt furchtbar. Aber gut, wir gehen wieder zur Garage. Jetzt haben wir ein Haarnadelkurventest. Teste dein Wissen über Scheitelpunkte, indem du nacheinander über die Markierung fährst und halte anschließend im gekennzeichneten Bereich an. Also das hier ist, im Let's Play ist so eine kleine Einführung, so ein kleines Tutorial, finde ich nicht schlecht. Zur Haarnadelkurve beschleunigen, am richtigen Punkt einlenken, den Scheitelpunkt treffen und aus der Kurve heraus auf mehr als 297 km/h beschleunigen. Anschließend musst du im vorgegebenen Bereich am Ende der Geraden zum Stehen kommen, um den Test abzuschließen. Gut, machen wir. Einmal die Kurve durchfahren auf der Ideallinie, dann auf knapp 300 hoch beschleunigen. Aha. Haha, das hat ja gut geklappt. Also, das Auto ist ziemlich bockig. Das dürfen wir gleich nochmal machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich fahre das einfach nochmal hier zu Ende. Das sieht nach einem Reifenplatz aus.
Drück die Taste für die Wiederholung und geh in der Zeit zurück. Drück die Taste für die Rückblende und fahr an der Stelle weiter, bevor der Schaden auftritt. Abhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad hast du eine begrenzte Anzahl an Rückblenden. Überleg dir also gut, wann du sie nutzen möchtest. Gut, Rückblenden gibt es auch und wir haben einen Reifenplatzer bekommen. Das finde ich ja auch heiß. Und da können wir dann quasi mit den Triggern vor und zurück scrollen. Und mit A können wir dann, mit X können wir dann die Rückblende benutzen und dort weitermachen. So, dann fahren wir hier mal eben kurz auf 300 km/h und halten dann an. Zack. Und ich will mal gucken, ob es zählt. Jawohl. Du fährst eine gute Linie und deine Geschwindigkeit in den Kurven passt. Ja gut, der Dreher war jetzt natürlich nicht so toll, aber den haben sie dezent übersprungen. So, Grundperformance-Test. Teste die Grundperformance deines Autos, bevor du eine gezeitete Fahrt durch mehrere Kurven absolvierst. Alles bereit. Jetzt probieren wir es mal mit mehreren Kurven nacheinander. Lenk so ein, dass du den Kurvenscheitelpunkt triffst und beschleunige beim Herausfahren früh. Dieses Mal fährst du gegen die Uhr. Deswegen haben wir die normale Motoreinstellung gewählt. Du musst im vorgegebenen Bereich am Ende der Geraden zum Stehen kommen, um den Test abzuschließen. Gut, das machen wir doch glatt mal. Also, erstmal beschleunigen, dann durch die Haarnadelkurve. Diesmal ein bisschen vorsichtiger als letztes Mal, damit wir uns hier nicht wieder drehen. Oh, die Kurve haben wir nicht gut erwischt. Ah, Alter, das... Also, es ist schon arg anders als F1 2012. Muss man so sagen. Also die Autos sind doch ein bisschen sensibler zu fahren. Bei F1 2011, da kann man ja doch schon teils ein bisschen ruppiger fahren. Das geht hier nicht. Da bist du sofort mit dem Dreher dabei. Du solltest es noch einmal versuchen. Das ist wahrscheinlich aber auch Gewöhnungssache. Also, den Test machen wir gleich nochmal. So lange, bis wir ihn bestehen. Mal mit mehreren Kurven nacheinander. Lenk so ein, dass du den Kurvenscheitelpunkt triffst und beschleunige beim Herausfahren früh. Dieses Mal fährst du gegen die Uhr. Deswegen haben wir die normale Motoreinstellung gewählt. Du musst im vorgegebenen Bereich am Ende der Geraden zum Stehen kommen, um den Test abzuschließen. So, diesmal lief es besser. Diesmal lief es besser und dann fahren wir schnell zum roten Bereich und bringen das Auto da zum Stehen. Jawohl. Scheitelpunkte verpasst. Du solltest es was? Noch einmal versuchen. Wie, wir haben die Scheitelpunkte nicht getroffen. Na gut, das sah jetzt eigentlich gar nicht so schlecht aus, fand ich. Na gut, aber wenn der das sagt, dann hat er wohl recht. Dann machen wir es nochmal. Ein, dass du den Kurvenscheitelpunkt triffst und beschleunige beim Herausfahren früh. Dieses Mal fährst du gegen die Uhr. Deswegen haben wir die normale Motoreinstellung gewählt. Du musst im vorgegebenen Bereich am Ende der Geraden zum Stehen kommen, um den Test abzuschließen. Gut, das sah besser aus. Jetzt haben wir sie aber alle erreicht. Das heißt jetzt einfach nur noch wieder zum roten Teppich fahren und dort zum Stehen kommen. So, jetzt hat's aber geklappt. Daten sammeln. Du fährst eine gute Linie und deine Geschwindigkeit in den Kurven passt. Das finde ich aber gut. Also, volle Punktzahl. Und dann ein Video zu KERS und DRS. Sieh dir das Video zu KERS und DRS an, um dich mit dem KERS und dem DRS-System vertraut zu machen. KERS und DRS, wer Formel 1 guckt, der wird es schon kennen aus den Fernsehübertragungen. Das sind einmal,
ja, Systeme, wo man Energie aus den Bremsen zurückerlangen kann, um dann mit extra PS an den Gegnern vorbeizuziehen. Einfach mehr Power, die man dann hat, beziehungsweise DAS, damit kann man die Flügel aufstellen. Dann hat man zwar weniger Aerodynamik, aber mehr Geschwindigkeit, wenn man direkt hinter einem anderen herfährt. Ansonsten darf man das Ganze nämlich nicht, aber ich schaue mir das Video mal an und da wird es wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser erklärt. Kers überträgt auf Knopfdruck weitere 80 PS auf die Hinterräder. Du kannst es in kurzen Intervallen oder komplett für einen Zeitraum von 7 Sekunden pro Runde nutzen. Du kannst Kers jederzeit in jeder Session und sowohl zum Überholen als auch zum Verteidigen deines Platzes einsetzen. Es ist optimal, Kers in den niedrigen Gängen zu nutzen. Besonders hilfreich ist es auch beim Start. Das Kers-System wird in jeder Runde automatisch wieder aufgeladen. Manchmal treten jedoch Probleme im System auf, die aber behoben werden können, während der Fahrer auf der Strecke bleibt. DRS passt den Winkel des Heckflügels an, wodurch der Luftwiderstand reduziert und die Höchstgeschwindigkeit um 10 bis 12 km/h erhöht wird. Es kann während des Rennens nur an bestimmten Punkten der Strecke aktiviert werden, wenn du maximal eine Sekunde hinter deinem Vordermann liegst. Im Training und während des Qualifyings kann es jederzeit verwendet werden, allerdings nur mit Trockenreifen. Damit geht Tag 1 des Young Drivers Tests hier in Abu Dhabi zu Ende. Seien Sie auch am morgigen Tag 2 wieder dabei. Gut, also. Herzlichen Glückwunsch, du hast Tag 1 des F1 2012 Young Drivers Tests abgeschlossen. Du kannst Tag 2 in der Vollversion von F1 2012 absolvieren, die am 18. September in Amerika und am 20. und 21. September in Europa erscheint. Eventuell schaffe ich es, die auch am 20. September zu bekommen, das weiß ich noch nicht. Das liegt auch immer noch an den Lieferanten, ob die schnell genug sind. Das werden wir sehen. Und wir gucken mal, was können wir noch mit der Demo machen, aber ich glaube nicht mehr so viel. Den Young Drivers Test, den haben wir, eine Saison Challenge. Die können wir auch nochmal auswählen. Leicht, mittel, schwer. Da machen wir mal mittel. Und dann gucken wir mal, was sich dahinter verbirgt. Gut. Das ist jetzt quasi so der Bildschirm, den man hat. Hier haben wir einmal Einstellungen, dann haben wir die E-Mails. Ah, wobei es fehlen einige Punkte. Vertragsangebote fehlt. Das ist die Zentrale, da sehen wir dann quasi, auf welcher Position wir sind. Bestzeiten und alles. News, wo welche Fahrer unterschrieben haben. Dann haben wir das Gesamtklassement, die Punktzahl und Einstellungen. Bestenliste lässt sich nicht ansehen. Hier können wir dann mal gucken. Hier haben wir E-Mails bekommen. Informationen zu den Rennstrecken, Renndaten, Einführung in das Rennwochenende. Aber großartig was machen können wir jetzt, glaube ich, nicht. Heiße Runden, Video, Rivalen wählen. Dann wählen wir mal einen Rivalen. Wen nehmen wir da? Ups. What? Nochmal Rivalen wählen. Aha. Ja, da könnten wir theoretisch hier Charles Peak auswählen. Du hast Charles Peak als Rivalen gewählt. Und das wäre dann nicht so schwer. Ich weiß nicht, was das bringt, aber das wird man sehen. Heiße Runde Videos. Da können wir... Okay, eine Runde in Monza. Okay. Die schnellste Strecke der Saison. Nirgends in der Formel 1 wird mit so wenig Abtrieb gefahren. Deshalb ist die Balance enorm wichtig. Achte darauf, sauber aus der letzten Kurve zu kommen. DRS und Kers aktivieren. Kurz nach dem 200-Meter-Schild Kurve 1 anbremsen. Hier bleiben ganz leicht die Räder stehen. Rechts, dann links. Nicht zu weit auf die Curbs, damit du am Ausgang nicht die Balance und die Traktion verlierst. Hier drehen schnell die Räder durch. V
Vollgas vor der Curva Grande bis in den siebten Gang. Nutze die Brücke als Anhaltspunkt, bring das Auto nach rechts und bremse kurz nach dem 100-Meter-Schild. Nicht zu weit auf die Curbs, du musst relativ aggressiv fahren, damit du mit möglichst viel Schwung in Richtung der beiden Lesmo-Kurven kommst. Die Kurve hängt nach innen, was bei der Balance hilft. Nicht zu viel Curbs am Ausgang, die nächste Lesmo wartet schon. Jetzt auf die tolle Gerade mit dem Linksbogen. Hier ist es holprig und jede Welle fährt dir voll in den Rücken. Dann bergauf Richtung Ascari-Schikane. Bremsen und drei Gänge runterschalten. Komplett über die linken Curbs. Um gut in die Rechtskurve zu kommen, innen halten, links einlenken und nach rechts schauen. Raus bis auf den Asphalt neben der Strecke, um den Schwung Richtung Parabolica mitzunehmen. Jetzt sanft auf die linke Seite, orientiere dich für den Bremspunkt an dem Betonstück und dann durch die wunderbare Parabolica. In der Kurvenmitte hast du hier oft Untersteuern, aber das kannst du mit DRS ausgleichen. Der offene Heckflügel hilft dir mit der Balance und bringt dich ans Ende der Runde hier in Monza. Gut, das war eine Runde, das finde ich auch sehr interessant gemacht, sehr gut erklärt. Und dann gehen wir mal jetzt zur Session, mal gucken, was wir hier aus der Demo noch rausholen können. So, Charles Peak ist quasi unser Rivale, da haben wir uns den leichtesten natürlich ausgesucht. Nächster Ausschnitt, Teams geben ihre Fahrer bekannt, Williams verpflichtet Lehrer LP, ein guter Start in die Saison. Ja, man kann in den Ladebildschirm kommen, wo immer noch gucken, was man alles hat. Und jetzt sind wir in Monza, wo ja vor zwei Tagen das Formel 1 Rennen sogar war, was aber nicht so richtig gut für die Deutschen ausgegangen ist. Deswegen wollen wir es jetzt natürlich umso besser machen. So, wir lassen es einfach mal bei dem Setup, was wir hier haben. Und dann gucken wir mal, begeben wir uns mal auf die Strecke. So, wir fangen mit der fliegenden Runde an im Qualifying. So, und dann gucken wir mal, ob wir hier... Boah, da werden wir schon ganz schön nach außen getragen. Das war noch nicht ganz so gut. Und da ist Hamilton auch schon, der uns hier überholt als Geistfahrer. Oh, meine Herren, was war das denn? Also, das ist wirklich ungewohnt. Ich bin auch sehr lange eigentlich kein F1 2011 mehr gefahren. Deswegen muss ich da selber auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Weil Rennspiele mag ich eigentlich sehr gerne, spiele ich auch sehr gerne. Nur es ist halt wirklich arge Gewöhnungssache, wie sich wieder das anzueignen. Dass man es dann auch halbwegs gut fährt. So, aber ich denke mal, bis auf die eine Stelle in der Schikane sind wir eigentlich ganz gut rumgekommen. Jetzt noch einmal die Parabolika. Oh, ein bisschen weit raus. Das kostet richtig Zeit. Und da ist der Dreher. Ah, ärgerlich. In der Parabolika, aber die ist ja auch nicht so richtig leicht. Wenn man da ein bisschen zu schnell reingeht, hat man keine Chance mehr. Tag für uns. Platz 24 in der Startaufstellung. Ja, das machen wir. Das würde ich sagen, machen wir einfach nochmal. Die Session. Also, die Runde fahren wir jetzt nochmal. Das war jetzt so ein bisschen zum Eingewöhnen. Normalerweise hat man ja auch noch ein paar Testrunden, bevor man das Qualifying bestreitet. Und das beste Auto haben wir ja jetzt auch nicht. Williams ist zwar nicht so schlecht, aber es geht auf jeden Fall deutlich besser. Und dann wollen wir uns mal erneut in die Quali-Runde reinwagen. Oh, was war das denn? Was war das denn? Oh, jetzt habe ich auf... Aha, das war das mit dem Rückblenden, alles klar. Also theoretisch kann ich hier mal eben kurz eine Rückblende machen. Zack, dann brauche ich keinen Neustart machen.
Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man rechtzeitig bremst. Natürlich ist es auch wichtig, dass man wieder rechtzeitig Gas gibt. Keine Frage. Oh, da waren wir ein bisschen weit innen. Ach, komm schon. Also, das ist wirklich, wenn man hier am Limit fährt, nicht leicht anzufahren alles. So, dann machen wir einfach nochmal eine Rückblende, weil wir es haben und können. Und dann diesmal wieder ein bisschen vorsichtiger, also ein bisschen mehr abbremsen. Und dann geht's über die Curbs vorsichtig. Ja, boah, das gibt's ja gar nicht, ey. Ich bringe hier aber auch ein bisschen Pech mit. Dabei sind wir da richtig gut rum, aber der Arsch geht trotzdem wieder nach hinten. Das ist ärgerlich. Also, die Autos sind super empfindlich. Da muss man richtig aufpassen. Zack, so, also ein bisschen vorsichtiger. Nicht ganz so viel Gas geben. Gut, dass wir die Rückblenden haben. Die wollen wir natürlich auch nutzen. So, jetzt spiele ich hier gerade mit den Instrumenten und ich würde ganz gerne wissen. Ah, so setzen wir Chaos ein, alles klar. Und der ist so. Gut zu wissen. Das bedeutet Startplatz 4 im Rennen. Du solltest wirklich zufrieden sein. Ja, das wird in der Tat eine gute Runde, die wir haben mit unserem Williams F1. Pastor Maldonado ist vorne. Also, da war noch natürlich ein bisschen Luft drin. Aber das geht trotzdem in Ordnung. Und dann gucken wir, werfen wir mal einen Blick auf den Start. Mal gucken, wie viel Rennen wir hier fahren können. Unser Rivalenziel ist, schlage Charles Pick. Das sollte eigentlich klappen. Hier können wir unser Fahrzeug-Setup nochmal einstellen. Den Bildschirm hier, den kennt ihr ja wahrscheinlich dann auch von F1 2011. Hier können wir alle Infos abrufen. Zu Wetter, also Wetter fürs Qualifying und fürs Rennen. Regenwahrscheinlichkeit ist nicht da. Und hier können wir Reifen auswählen, ob wir mit den weichen oder den härteren starten. Wir nehmen natürlich die weichen, weil die ein bisschen schneller sind. Und dann können wir einfach mal auf die Strecke. Fertig. Und dann schauen wir uns einfach mal den Start an. Also bisher gefällt mir das Spiel. Die Autos, also es ist doch relativ realistisch. Wenn man einmal zu schnell war oder ein bisschen zu weit außen ist im Kies, dann gibt's den Dreher. Also man muss wirklich vorsichtig fahren. So, und wir starten auf dem vierten Platz hinter Maldonado, Räikkönen und Button. Und los geht's! Da ziehen wir gleich mal rüber. Der Wern zieht noch vorbei. Da machen wir hier mal dicht. Die Ferraris hier links und rechts. Oh, wow, 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 wow. Das tut mir leid. Alter, was ist denn hier los? Die Stewards haben eine Zeitstrafe gegen dich verhängt. Das war ja klar. Ich würde sagen, da war jetzt Kuddelmuddel. Oh, das bringt jetzt auch nichts. Die Rückblende ist auch voll hinüber. Ich würde sagen, da können wir eigentlich nochmal das Rennen neu starten. Das machen wir im Let's Play, machen wir das natürlich nicht. Da wird kein Rennen neu gestartet. Da wird vielleicht mal eine Rückblende genutzt. Aber kein Rennen neu gestartet, sondern wenn man draußen ist, dann hat man Pech gehabt. So, jetzt starten wir mal mit Chaos und dann seht ihr mal, wie geil das geht. Wow, 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 was ist denn da los? Da haben wir gleich erstmal unseren Teamkollegen abgeschossen und uns eine Strafe geholt.
Ach komm, ey. Da hat sich das Auto mal eben quergestellt. Da weiß ich gar nicht warum. So, das sieht doch schon mal relativ gut aus hier. Raikön hinter uns. So, Kers haben wir keines mehr, deswegen müssen wir da jetzt ohne auskommen. Und hinten gibt es schon ein paar Überholmanöver. Die haben wir nicht gut erwischt. Die haben wir nicht gut erwischt. Das kostet Zeit. Dein Rivale ist zurzeit 8 Meter. So, und jetzt kommt der Angriff. Da müssen wir gegenhalten. Da können wir gleich erstmal ein bisschen Kers zünden. Und diesmal hier ein bisschen sicherer durch. Und vielleicht beim Rausbeschleunigen wieder ein bisschen Kers. So, wenn wir jetzt die Zeitstrafe nicht hätten, dann sähe das doch gar nicht so schlecht aus. Kann man doch jetzt nicht meckern. Und ich werde mal schauen. Also das Let's Play wollen wir natürlich auch, weil es ein bisschen fordernd sein soll, wahrscheinlich dann auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Wenn man sich da erstmal so ein bisschen reingefuchst hat, dann geht das auch. Nur der Start war halt ein bisschen blöd, dass ich da meinen Teamkollegen abgeschossen habe, aber da wollte das Auto irgendwie nicht so richtig. So, und jetzt wollen wir doch auch mal die Parabolika hier richtig nehmen, so wie es sein soll. Ja, so halbwegs. So, und die anderen dürfen jetzt DRS nutzen. Au, wow, 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 was war da denn los? Das kostet jetzt richtig Zeit. Da sind wir ein bisschen zu schnell rein, beziehungsweise ein bisschen zu spät. Wow, 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 das merkt das. Also, sobald man einmal draußen ist, verfängt sich der ganze Scheiß in den Reifen. Das sieht man an der Reifenfarbe. Und dann klappt das Lenken nicht mehr ganz so gut, aber nach einer Zeit wird es wieder besser, wenn der Dreck wieder aus den Reifen raus ist. So, mal gucken. Also, das mit der Zeitstrafe, das wird jetzt leider gar nichts angezeigt. Da hatte ich jetzt gehofft, das wird angezeigt, wie viel das ist, aber ich denke mal, wenn wir jetzt in die Box fahren, wenn das als Durchfahrtsstrafe gezählt, dann verlieren wir eh eine ganze Menge Plätze. Deswegen bleiben wir einfach mal brav draußen und fahren die Runden hier zu Ende. Ach komm, ey, wieder nicht ganz perfekt, aber schon mal besser als am Anfang. Vielleicht können wir hier auch nochmal eine Bestzeit fahren. Wow, okay, da sind wir ein bisschen zu schnell rein. Räikkönen ist hinter dir. Sein Rückstand beträgt 5 Sekunden. Und da brauchen wir auf jeden Fall Kers hier zum Losfahren. Die Stewards
Shepards haben eine Zeitstrafe gegen dich verhängt. Eine Kollision verschuldet. Alles klar, 10 Sekunden Zeitstrafe. Warum auch immer. Naja gut. Der eben hinter uns war, ist jetzt nicht mehr hinter uns. Alter, was war da denn wieder los? Ja, komm, Alter. Mann, ey, die gehen ganz schön aggressiv zur Sache. Die scheuen auch nicht davor zurück, einmal ein bisschen anzutitschen. So, das sah doch jetzt mal gut aus, die Parabolika. Und die Zeitstrafe scheint es scheint nur 10 Sekunden zu geben. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen was rausfahren jetzt in dieser Runde. Ah, das war mal ein bisschen spät. Das gibt eine Verwarnung wegen Abkürzen. Das darf man sich auch nur einmal erlauben. Beziehungsweise sobald man da eine Position gut macht, wird es wahrscheinlich eine Zeitstrafe geben. Da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Du hast 4 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 4 Sekunden. Also, das sieht doch schon mal gut aus. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr rausfahren. Dass wir da vielleicht sogar auf den ersten bleiben, trotz 10 Sekunden Zeitstrafe. Oh, da sind wir arg. Haben wir arg abgekürzt. Immer noch 4,7. Also, das wird wahrscheinlich ein Platz unter zwischen 5 und 8, würde ich schätzen. Es sei denn, wir kriegen 20 Sekunden Zeitstrafe. Und dann sind die 5 Runden vorbei und dann fahren wir ins Ziel als vorläufig Erster. Aber wir wissen, das gibt noch eine Zeitstrafe. Und im Endeffekt sind wir jetzt 15. Das liegt jetzt aber an den Zeitstrafen bzw. an dem blöden Start. Ich würde sagen, wir machen das einfach noch einmal. Das Rennen und diesmal ohne Kollision am Start. Dann macht es doch mehr Spaß. Und los geht's. Gleich mit Kers am Anfang. Oh ja, so muss das sein. Okay, da müssen wir welche passieren, das ist klar. Aber wir können unseren Platz hier behaupten. Und sind auch ohne Turbulenzen hier durchgekommen. Auf dem 4. Platz müssen wir jetzt gucken, dass wir hier irgendwann mal eine kleine Lücke kriegen. Das ist natürlich blöd jetzt ohne Kers und ohne DRS. Aber das wird ja noch freigeschalten. Oh, aufpassen. Oh, fahr doch einfach. Der ist auch ein bisschen langsam unterwegs hier, der Button. So, und die anderen krallen wir uns auch noch. Unser Teamkollege direkt vor uns. Davor ist, glaube ich, der Raikön. So, die haben wir jetzt richtig gut bekommen. Vielleicht können wir sogar hier den Maldonado in der Parabolika angreifen. Ah, ein bisschen weit nach außen gekommen. Das hat ein bisschen Zeit gekostet. Aber vielleicht haben wir noch ein bisschen Platz an der Geraden, wenn wir jetzt mit DRS uns rankämpfen können. Mit Kers. Oha. Das tut mir leid, Herr Raikön. Den lasse ich auch gleich passieren wieder. Na komm, fahr vorbei. Jawohl. Oh, na gut, oder so. Das tut mir leid. Den wollte ich jetzt nicht berühren, aber das hat keine Strafe gegeben. Das war ein halbwegs normaler Rennunfall. Ist ja auch nicht großartig was passiert.
Dann haben wir halt den Teamkollegen noch vor uns. Oh. Autsch. Das war jetzt blöd. Aber wir haben, glaube ich, wieder keine Zeitstrafe bekommen. Aber das wird jetzt richtig Arbeit, sich wieder nach vorne ranzuarbeiten nach diesem Dreher. Ihr habt selber gesehen, da kommt man einfach ganz, ganz knapp mit dem Rad in den Kies und zack ist der Dreher da. So, Herr Massa, Sie sind ein bisschen langsam. Oh, ey. Na gut. Ja, überhole. Also, das finde ich auch gut, dass es das gibt. Wenn man hier abkürzt und jemanden überholt, dann hat man noch ein bisschen Zeit, den vorbeizulassen. Ansonsten gibt es eine Strafe. Falls man mal doch eine Schikane nicht ganz erwischt und an jemanden vorbeifährt, dass die einen nicht gleich eine Strafe aufbrummen. Finde ich auch richtig. Boah, was ist denn da los? Du bist 4 Plätze hinter Pastor. Da hatten wir doch jetzt aber nichts mit zu tun, oder? Da können wir mal gucken. Also, hier sehen wir... Oh. Okay, wir hatten doch was damit zu tun. Hier sehen wir, wir kommen ran. Und dann nehmen wir hier den McLaren so leicht. Na, der will links rein. Fährt uns dann so ein bisschen in die Seite. Und dreht sich ein bisschen. Spektakulärer Unfall. Und schiebt uns dann so ein bisschen hier in die Seite. Und wir haben keine Chance. Drehen uns selber so halb. Oder drehen uns ganz. Und müssen dann ein bisschen abkürzen. Hat aber keinen Ärger gegeben. Ist auch nichts kaputt gegangen. Platz haben wir auch nicht verloren. Dann passt das also. Und dann können wir hier theoretisch eben nochmal ganz kurz gucken. Im Startbildschirm Renndirektor. Da können wir gucken, wer ist auf welchem Platz, wer fährt welche Reifen, wie ist der Status im Rennen oder in der Box, wie viele Boxenstopp man schon gemacht hat. Zwischenfälle können wir auch sehen, wenn irgendjemand rausfällt oder Strafen bekommt, alles möglich. Optionen können wir mal reingucken, Fahrhilfen gibt es, ABS ein, Bremshilfe ist aus, Traktionskontrolle ist drin. Ideallinie nur in Kurven, das ist auch okay. Ideallinie Typ 3D. Da sieht man dann quasi bei den, wenn es rot ist, heißt es bremsen. Wenn es grün ist, voll, kann man Gas geben. Und wir fahren weiter mit unserem Rennen. Ein bisschen was haben wir ja noch auf der Uhr. Und vor allem sind wir nur Fünfter. Und ich sollte mich ein bisschen auf die Straße konzentrieren. Also, Fünfter sind wir. Wir wollen natürlich gewinnen, aber das wird jetzt gar nicht so einfach. Oh, das war knapp. Da hatte ich schon gedacht, das gibt wieder einen Dreher, aber da sind wir gut durchgekommen. Ach du je. Ja, hier wieder. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir da ein bisschen zu schnell waren. Da nutzen wir jetzt aber einfach mal eine Rückblende. Wozu auch nicht nutzen, wenn wir sie haben. Boah, Alter. Diesmal sind wir da so gerade rübergekommen. Meine Herren, was war da los? Und die Kurve hier, die kennt ihr noch aus dem Rennen von vorgestern. Alter, was ist da los? Warum kommen die alle vorbei? Was ist denn da passiert? Und da gibt's die Strafe. Ach komm. Das glaube ich aber auch echt, ey. Na gut, was soll's. Wir fahren das Rennen trotzdem nochmal so zu Ende, als hätten wir jetzt keine Strafe bekommen, weil da war jetzt gar keine großartige Kollision, die wir verschuldet haben. Und jetzt sollten wir doch mal DRS hier freikriegen. Nee, leider noch nicht. Doch, doch, da haben wir's. Du liegst jetzt hinter einem Ferrari. Boah, ey, und diese Kurve ist so brutal. So, und immer noch den fünften Platz. Die Gegner sind schon ganz schön weit weg.
So, diesmal sind wir ein bisschen besser durchgekommen. Und vielleicht können wir uns ja noch den einen oder anderen schnappen, dass wir zumindest das Treppchen noch anvisieren können. So, und wenn hier auch keiner ist, dann können wir hier auch richtig gut rüberfahren. Aber wenn hier ein bisschen Besuch ist, dann wird das natürlich schwierig. Aber die Rundenzeit passt, die wir gerade fahren. So, Kollegen, und jetzt haben wir noch eine Runde Zeit, um uns hier zwei Leute zu schnappen fürs Treppchen. Ja, ich weiß, es gibt eine Zeitstrafe, aber wir tun einfach mal so, als hätte es die nicht gegeben, die Kollision da im Pulk. Das war ein bisschen unglücklich. Wow, da waren wir ein bisschen zu schnell. Aber wir müssen die nicht zurück überholen lassen. Genauso muss man die fahren hier. Oh, der war wieder viel zu weit außen. So, den haben wir noch ein bisschen ausgebremst. Aber das sieht schlecht aus für den dritten Platz. Da fahre ich hier mal so. Ach, komm schon. Na, dafür haben wir die Rückblende. Das war jetzt nur ein bisschen Show. Ja, wir haben auch noch genug Zeit abzubremsen, also fahren wir das Ding jetzt mal sicher ins Ziel. Und das ist dann zwar nur Blech, aber was soll's denn? Pastor Maldonado gewinnt, das ist unser Teamkollege, das freut uns doch. Und wir gehen hier als Vierter ins Ziel, auch wenn wir nach Abzug der Zeitstrafe dann letztendlich nur 16. sind. Aber wie gesagt, das passt schon. Und dann sind wir also mit dem Rennen durch, beziehungsweise mit dem Qualifying. Also, mir macht das Spiel Spaß. Ich werde da auf jeden Fall bei bleiben. Ab den 21.12. ab dem 21. September spätestens gibt es ein Let's Play zu diesem Spiel. Gut, also, wir haben hier noch ein bisschen Text. F1 2012 Demo, herzlichen Glückwunsch. Du hast dein erstes Saison-Challenge-Rennen abgeschlossen. In der Vollversion fährst du in 10 Rennen, forderst Rivalen heraus, um ihren Platz im Cockpit einzunehmen und bewegst dich im Feld nach vorne, um die Fahrerweltmeisterschaft zu gewinnen. Hast du das Zeug dazu? F1 2002 erscheint am 18. September, bla bla, das kennen wir. Gut, mehr können wir hier nicht auswählen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch ein bisschen vermitteln, wie das Spiel ist. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht, gerade auch mit dieser Drivers Challenge. Das finde ich eine interessante Idee, beziehungsweise auch das kleine Tutorial, was wir am Anfang gemacht haben, finde ich wirklich gut. Die Physik der Autos stimmt einfach. Sie sind nicht sehr fehlertolerant, aber das sollen sie, glaube ich, eigentlich auch nicht sein. Wenn man mal einen Fehler macht, dann hat man seine Rückblenden. Umso schwieriger umso höher der Schwierigkeitsgrad ist, umso weniger Rückblenden hat man natürlich. Ich finde, das ist wieder eine gute Mischung. Ich mag die Codemasters Rennspiele ohnehin. Und ich freue mich aufs Let's Play und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch dabei seid. Solltet ihr Interesse an dem Produkt haben, dann schaut einfach in die Videobeschreibung. Dort habt ihr Links für alle Plattformen, wo ihr das Spiel kaufen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim Let's Play dabei seid. Wenn nicht, dann schaut einfach auch mal in meinem Kanal, abonniert mich. Ich habe viele, viele Videos, beziehungsweise viele, viele Let's Plays, die laufen oder beendet sind. Vielleicht ist eins dabei, was euch interessiert. Bis dann.
Hallo Leute, wenn euch das Let's Play gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Natürlich dürft ihr meine Videos auch positiv bewerten und auf Facebook, auf Twitter oder auf Google+ teilen. Wenn ihr mich zu euren Favoriten hinzufügt oder mir einen Kommentar hinterlasst, dann wäre ich sehr dankbar. Ich versuche die Kommentare auch alle zu beantworten. Natürlich findet ihr mich auch auf Facebook oder auch auf Twitter. Hier könnt ihr mich auch erreichen. Für zukünftige Termine von Let's Plays geht ihr auf meinen Kanal und dort habt ihr rechts eine Liste mit allen kommenden Let's Plays und Terminen. Wenn euch das Spiel so gut gefallen hat, dass ihr es kaufen wollt, dann guckt in die Beschreibung, denn hier findet ihr für alle möglichen Plattformen Links, die euch direkt zum Kaufen führen. Viel Spaß!